Nach langer, langer Zeit heute mal wieder eine reguläre Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Nachdem die letzte Folge, die ich mit dem Zufallsauswahl gemacht habe, ja jetzt schon fast ein Jahr her ist. Heute also mal wieder eine neue Folge. Und natürlich jetzt am Anfang erstmal die Selektion. Welches Spiel wird es denn heute sein? Also ich starte mal die Zufallsauswahl. Im Moment sind etwa 300 Spiele, also es sind alles Free-to-Play-Spiele im Normalfall, die jetzt hier erscheinen können und die ich halt gerne mal ausprobieren möchte. Also starten wir den 10er-Countdown und schauen, welche Spiele heute nicht dabei sind, aber dafür mal gucken, welches als letztes Sharebound. Okay, sagt mir aktuell überhaupt nichts mehr. Also werde ich das gleich mal runterladen und installieren. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass das Spiel schon so lange auf meiner Wunschliste ist, dass es inzwischen gar nicht mehr existiert. Aber da ist es zumindest noch im Shop zu finden. Und es ist noch im Early Access Spiel. Also starten wir es mal. Mal sehen, was uns. Oh, 7 GB. Das wird eine Weile dauern. Schauen wir mal, was das Spiel tatsächlich dann so mit sich bringt. Und kann ich ja noch mal ein bisschen nachschauen, was denn tatsächlich, also es ist ein Strategie- und Taktikspiel. Und anscheinend irgend so eine Art Rundenstrategie kombiniert mit einem Kartensammelspiel. Okay, es müssen nur 2,1 GB runtergeladen werden. Das sollte auf jeden Fall dann schneller gehen. Das Spiel hat wie viele Errungenschaften? 35 Errungenschaften. Ja, dann können wir uns ja gleich schon mal dann die Errungenschaften zu Gemüte führen. Also das Spiel nennt sich Sharebound, nicht Sharebound. Complete Prolog. 4 Schritte, wahrscheinlich 4 Missionen. Dann einzelne Matches. Ist natürlich die Frage, okay, hier sind schon mal PvP-Matches. Dann gibt es andere wahrscheinlich auch normale PvE-Matches dabei. So, das sind alles nur Matches. Training Ground Matches. Okay, und hier sind jetzt ein eigenes Deck zu erstellen, um 100 Core-Set-Boxes und dann verschiedene Spiele zu gewinnen. Ja, wahrscheinlich sind das so verschiedene Klassen, die dann dort gespielt werden können. So, win a match mit ein Health Remaining in a PvP-Match. Das sind natürlich alles Sachen, da muss man schon ein bisschen mehr Glück und Zufall haben, um solche Errungenschaften tatsächlich abzuschließen. Play 3 Light Dancers in a Turn in a PvP-Match. Okay, das ist wahrscheinlich eben irgendeine Klasse, irgendwelche Karten und die sind wahrscheinlich so selten, dass es unwahrscheinlich ist, dass man sie halt so viele davon hat, dass man 3 Stück innerhalb eines Turns spielen kann. Oder sie sind entsprechend teuer. Mal gucken, ob es so ein klassisches Trade-Carding-Game ist. Also wie sieht es denn global aus? Wie teilen sie sich denn da auf? Also 1000 PvP-Matches hat anscheinend so gut wie noch niemand gemacht und 250 Training-Ground-Matches auch nicht. Aber immerhin den Prolog haben zumindest 40% der Leute, die das Spiel sich irgendwie installiert haben, mal angeschaut und vervollständigt. Naja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. What does this mean for the live service of Sharebound? In the immediate team, the game will continue to be available and the servers will stay online. Das scheint um Sharebound recht schwierig zu stehen. Also mal sehen, wie lange das Spiel dann überhaupt noch verfügbar ist. Und dann zumindest noch rechtzeitig, dass ich es jetzt hoffentlich mal ausprobieren kann. Also, schauen wir mal rein, was geht und was nicht geht. Willkommen zu Sharebound. Sharebound ist ein Early Access, Alpha Development. Wie ich ja gerade eben gelesen habe, haben sie im Januar diesen Jahres 2018 geschrieben, dass sie jetzt im Moment Schwierigkeiten haben, die weitere Entwicklung sicherzustellen. Und ja, noch im Moment eher ein bisschen unklar ist, wie das mit dem Spiel überhaupt weitergeht. Unit in Action, Line of Sight. Cards and Summoning und Advanced Gameplay. Also das sind erstmal die 4 Tutorials, die uns erwarten, also das Basic Game. Dann hier Streamers. No Livestreams found. Doch, ich. Ach so, genau, da kann ich ja jetzt mal einstellen. Ich habe ja das Spiel noch gar nicht ausgewählt. Spielephilosoph ist online. Also starten wir mal mit der ersten Mission und mal gucken, wie das Spiel überhaupt die Idee irgendwie ein bisschen neu angeht, ob es überhaupt was Neues hat. Oder ob es ein sehr klassisches Trading Card Game ist. So, Hauptstadt. Welche Seite bin ich?
My Mercenaries wish to join my expedition. Okay, das sind meine. Return. Nee. Das sind meine Gegner. Na dann. Okay. Der haut ab. Bringt sich in Sicherheit. Ach, das ist mein Hero. A melee units attack each other, they boost take damage. Und dann noch angreifen. Gut, soweit so klassisch. Ach so, genau. Das heißt, die beiden haben sich natürlich beim Angreifen selber verletzt. So, dann kann ich ja den schon mal ausschalten. Obwohl der ausgeschaltet wird, macht er noch den Schaden. Aha. Na dann. Der Fernkämpfer kann es jedenfalls nicht. Okay, damit haben wir die erste Mission schon abgeschlossen. Mission Rewards. Baroness Sabine. Basic Royal Force Cards. Line of Sight. Defeat your enemies by Line of Sight with Ranged Units. Bekomme ich jetzt einen anderen dann zum Spielen. Active Shards, Vast Iris. Ui. Privateers, oh please, they should leave the relic hunting to the Great House. Die haben aber viel. When ranged units are attacked, they don't return damage. Ja. I fail. An end to sin. Form up, product the cannoneers. Ranged units can attack from any distance but need line of sight. Ah ja, deswegen. Enemies block line of sight. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier von der Seite her anfangen, die Fernkämpfer aufzurollen. So. Hier habe ich noch einen Fernkämpfer. With thundering tread. Dann kann ich den ersten Fernkämpfer schon ausschalten. Ist jetzt sinnvoll, den auszuschalten oder den lieber... Aber es ist tatsächlich, dass die, obwohl sie sterben, sogar noch den Schaden verursachen. Das ist bei meisten oder bei einigen anderen normal nicht der Fall. Weil, wenn man ihn killt, hat man zumindest den Vorteil, dass die halt keinen Schaden mehr anrichten können. Aber blockieren die auch meinen... Ah, okay. Das heißt, sie blockieren natürlich nicht ihre eigenen Schützen. So, dann kann ich den ja da oben hin bewegen. Indolence will find no quarter. Und den erledigen. An end to sin. In her name. Dann fehlt natürlich nur noch der eine. Das ist eigentlich vollkommen egal, aus welcher Entfernung. Das heißt, der macht trotzdem den gesamten Schaden und boah, über das ganze Spielfeld hinweg. Das ist schon ordentlich. Der kann da oben drauf springen. Ah, okay, das sind Treppen. Das heißt, ich hätte die auch von hinten angreifen können. Na gut. So, das ist der, das sind die Wayfinder-Karten dann. Und Basiskarten. So, jetzt kommt das Summonen herbeirufen dazu, also die Karten, die ich dann auf der Hand habe, dann entsprechend Mana, die ich für das Rufen mit Sicherheit brauche und dann noch Spells, die ich wahrscheinlich so mitrufen kann, unabhängig von den Einheiten. Oder es sind wahrscheinlich Karten, die die Spells ermöglichen. Also mal schauen. Habe ich gerade mal zwei Leute. Hey, der kommt, Renja. We need to secure this shard. So don't pull and punches. I've never pulled a punch in my life, boss. Okay. So, dann sag an. Ja. Draw your card. Okay. Bis zu 10 kann ich insgesamt sammeln und jetzt kann ich ja nur mit einem Mana-Punkt sowieso nur eine spielen.
On your side of the battlefield. Na gut. So, wie viele Angriffe hatte der jetzt? 3. Das sind alles Nahkämpfe, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Achso, der kann jetzt natürlich die Runde nicht, nicht angreifen. Okay. Stick and move. So, du kannst zumindest 2 machen. Den erwartet einiges an Schaden dann, was er empfangen muss. Naja, aber einen habe ich schon mal ausgeschaltet. Naja, aber er sollte es noch überleben. Okay, da haben sie den aber ganz schön beschnitten, dass er nicht weiter loslegt. Heißt er plus 2 Attack while on high ground. Ah ja. Aber den muss ich dann erst umziehen. Und euch beide. Könnt ihr schon mal den da fertig machen. Und du kannst den zumindest ein bisschen angreifen. Das soll links in der nächsten Runde ausfallen. Mehr kann ich im Moment nicht ziehen. Charge them! Welcher Schaden überhaupt? Rest. Back to the dark. I feel blessing of the wave. Hat er sich geheilt? Some units have activated abilities. Na, dann sag mal an. Okay, neuer Helion kann ich rekrutieren. Und das da. Oh, der hat jetzt... Achso, der hat einen gekostet, aber der hatte schon 2 gekostet. Naja. Okay. Kann der jetzt... Nee. Das heißt, obwohl ich daneben stehe, kann er trotzdem nicht den Nahkämpfer ausgleichen. So, jetzt ist natürlich die Sache. Die haben alle ziemlich viel Gesundheit. So, hat die nicht auch dann einen Bonus von... Ah, hätte ich die mal vorher hochholen sollen. Dann hätte die natürlich besser angreifen können. Naja, beim nächsten Mal, wenn sie es überleben sollte. Tja. Leider tut sie es nicht. Sieht nicht so gut aus. Destroyer Boulder, deal 3 Damage to all enemies, bis in 2 Tiles. 5 Punkte. Boah. Also mit dem kann ich jetzt nochmal angreifen. Und dann verschwinden. So, dann könnte der zumindest in der nächsten Runde den noch erledigen. Okay. Ah, ich hätte noch das Ding auslösen können. Oh je. Oh, verdammt. Jetzt ist der auch drauf gegangen. Clay Armor, give a friendly Minion plus 2. Tja, mehr kann ich im Moment ja eh nicht mehr auslösen. Ah, okay, das kann ich meinem Helden nicht geben. Super. So, mit dem kann ich zumindest ausschalten. Tja, das wird knapp werden. Mal gucken. Machen wir lieber erstmal den. Und geben dir noch ein bisschen mehr Gesundheit. Dann kann er nämlich nicht gleich in dieser Runde erledigt werden.
Gehe von Ellie plus 3 Movement this turn. Get moving. Aber dann kann er sich doch trotzdem nicht bewegen, oder? Nee. Naja. Eine Runde zum Überleben habe ich noch. Oh, verdammt. Okay, immerhin ist der ausgeschaltet. Und jetzt steht der leider nicht an dem Felsen. Super. Wobei. Doch, das klappt noch. Und er kann ja nicht zurückschlagen. We've got this. Okay, dann kann ich den noch erledigen. Puh. Good night. Ja. Okay. Basic Landshaper Cards und wieder Basic Specialists. Gut. Also, auf zur vierten Mission. Was haben wir jetzt noch? Advanced Gameplay. Threat Range, Keywords, Artifacts und Warcry Effects. Na dann. Okay. Wieder erhöhte Position. Combat Mode Rupert, we can't lose your contract to this backwater jump. Bin ja mal gespannt, ob es da noch irgendwelche dann speziellen Missionen gibt. Aber wahrscheinlich wird es alles nur auf diese Schlachtfelder hinauslaufen. Starting Hand. Okay. Und eine Karte wird gezogen. Ein Ausrufezeichen, an enemy means you are moving into their attack range. Initializing strike mode. Okay, da bin ich dann in der Attack Range. Da noch nicht. Okay. Okay, das gilt nur für Minon. Deal ein Damage to an enemy in line of sight. I'm here. So, dann hast du 2. Priming. Und du? 4. Hinüber. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr, weil ich habe mit dem anderen schon angegriffen und der andere ist noch nicht verfügbar. Ha, er hat auch einen neuen gerufen. Gut, jetzt kann ich... Er ist auch kein Fernkämpfer. Aber ich kann ihn trotzdem 4 angreifen lassen. Flying! Deal one damage to an enemy in line of sight. Kann das eigentlich ständig? Let us dance the dance of blades. Wenn ich dich nach vorne bewege und den anderen hinterher schicke, dann solltest du ja eigentlich auch dann wieder den anderen komplett vernichten können. Okay, der muss noch warten. Achso, das ist eine Fähigkeit, die ich dann erst einsetzen kann. Der Modular Gizmo to your hand. Timing. Okay, also vernichte mal erstmal dich. Und du stirbst dabei, das ist natürlich nicht so gut. Okay, ich kann beide angreifen. Der ist auch ein Fernkämpfer. Dann wäre der zumindest nächste Runde wieder weg. Und dem kann ich noch 3 dazu geben. So, eine Runde kann er auf jeden Fall noch angreifen, wobei, ja, wenn der andere jetzt natürlich den angreift, dann nicht mehr. Aber okay, schauen wir mal, wie es weitergeht.
ob der die Runde noch übersteht oder nicht. Ah, er hat ihn nicht erledigt. Artefakt minus can't move or attack. So, das heißt, den kann ich ja dann schon damit erledigen. Wenn ich noch die Fernkampffähigkeit einsetze. Sehr schön. Achso, jetzt wäre natürlich noch, das hätte ich wahrscheinlich früher aktivieren sollen. Dann hätten die beide noch eins mehr gehabt. Naja. Aber der stirbt dann in dieser Runde. Ja, der kann fliegen. So weit, so gut. Ach genau, obwohl der ja ein Fernkämpfer ist, macht das ja für den keinen Unterschied. Dann bringe ich dich mal in Sicherheit. Ja, da kannst du zwar nicht angreifen, aber vielleicht bleibst du mir so noch ein bisschen erhalten. Oh, du schmeißt Heilung auf den, oder was? Okay. Immerhin haben die vier, also der Bonus, noch geholfen, dann den anderen zu killen. Give a friendly Minion plus 2 Attacks. Heroes are not Minions. Ja, also der Held bekommt die nicht, aber die anderen können die bekommen. Light's blessings. So, jetzt hat der 6. Kann dann von hier aus angreifen und überlebt sogar noch, zumindest dieses Mal. Und könnte natürlich dadurch dem noch erheblichen Schaden zufügen. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn er natürlich clever ist, greift er den mit dem anderen dann an. I can help. Nee. Dich lasse ich mal weiter stehen. Achso. Damit ich sicher bin, dass ich die Runde beenden will. Naja, hat er leider natürlich den anderen verwendet. Oh, und den gleich mit. Schade, schade. Okay. Modular Gizmo. Issues one pay. Extra Mana to gain one of these upgrade options. Plus 2 Attack. So. Wenn der 4 Attack bekommt, das wäre natürlich auch schon sehr hilfreich. Das geht schon mal ganz gut. Und ich denke, dass der da hinten dann eher zu spät kommt. Weil egal, wen er angreift, also außer natürlich mein Hero, hat er auf jeden Fall ein Problem. Okay, dann war's das für dich. Dawn approaches. Mehr muss ich eigentlich nicht machen. Wenn ich den erledigt habe, dann passt das ja schon. So, das heißt, die Errungenschaft für die Tutorials ist auf jeden Fall jetzt erreicht. Recall your troops. This area is now under my jurisdiction. 5 Core-Set-Boxes. Jetzt geht das Boxing los. Dann noch die Basic Steelslinger-Cards, Basic Packrunner, Fate Keeper. Okay. Wie ist jetzt das reguläre Tutorial abgeschlossen? 50 Royal Marks, Day 1 Login. The Queen's Death of the Charts have started to fall from the sky. Princess Evelyn has assigned you to an outpost in the frontier. Aha, das heißt, diese Insel da, dieses fliegende Bruchstück gehört mir. This is your base of operations. From here you can practice against bots, build custom decks or found your own house. Jawohl. Also,
When you are ready, return to the overworld and play against other players. Na, mal gucken, ob da noch Spieler überhaupt verfügbar sind. Also mein Profil. So. Naja, das ist eigentlich nur die vier Startdinger. Rewards, klar, jetzt noch nicht allzu viel. Das ist ja der erste Tag heute. Das erste Achievement abgeschlossen. Win your first match, mal gucken. Und dann die Leaderboards. 4163 gerade mal. Okay, Haushalt. Ja. Okay, blau. Der Hausloan. Hausphilosophie. Think twice. 50 Chroma. Fighting for something. Create a join. Create or join a house. Okay, ist es gleich sowas wie ein. Ja, wie Gilden oder sowas. Most played factions. Es gibt insgesamt 6 Stück davon. Rooster. Leader. Okay. Build your armies. So, Steelslinger, Wayfinder. Das sind jeweils die Helden natürlich. Da sind dann die möglichen Karten. Sind jetzt automatisch, denke ich mal, alle schon ausreichend erstmal. Die muss ich, glaube ich, jetzt noch nicht spezialisieren. Modular Gizmo. Friendly Minon. Dish up two tiles. Und Blessing. Teleport an enemy Minon in line of sight. Okay. Treasury. Genau, da ich ja 5 Boxen habe, kann ich ja schon mal welche aufmachen. Mal gucken, ob da jetzt Karten, Währung oder. Okay, das heißt, ich kann mir die einzelnen aussuchen. Oder zumindest eins von dreien aussuchen. Draw a random artifact from your deck. Deal 1 damage in a unit line of sight. Okay, nächste Box. Soul Shifter, Shadow Dancer sind auf jeden Fall ziemlich teure. Reselect Last Box, das heißt, ich kann meine Entscheidung nochmal ändern, wenn ich es denn wollte. Das hier sind Placeholder Art, ja genau, das sind Platzhalter. Okay, das heißt, für die haben sie dann noch kein Spezial. Da muss ich einfach bloß ein bisschen auf die Werte gucken. Noch einen einfachen. Spellboxer. After you cast a spell, gain +2 attack this turn. Whenever an ally is healed, gain +1 attack. So meine random. Siedling. Tja, ein paar Fernkämpfer wären noch ganz gut. Hui. Perfect Spaces Man. 11 Mana. Konnte ich nicht nur 10 maximal bekommen? Cost 1 less for each friendly Thrall on the field and in your graveyard. Das heißt, ich muss einige Thralls dann. Ja, gehabt haben. Tja, das war's. Store. Genau, schauen wir mal, weil das ist ja das, wie sie sich wahrscheinlich im Moment noch versucht haben zu finanzieren, aber als Konkurrenz gegenüber so vielen Card Games, die alle versuchen dort irgendwas. Dieses Bundle contains 30 Standard Core Boxes. Und zumindest für diese Währung, 50 habe ich ja davon schon bekommen, kann man zumindest eine Box erwerben. Change Quantity. Okay, das heißt, man kann dann die für die normale Währung noch auch bekommen. Ist die Frage, ist es sinnvoll, gegen einen Bot noch irgendwelche Sachen zu machen? Lass mich doch nochmal in die Errungenschaften gucken.
So, PvP-Matches. Training Ground Matches. Naja, da kann ich ja einfach mal loslegen. Okay, das war jetzt die eine Belohnung mit dem Anlegen des Hauses. Customize oder Create Deck. Naja, das können wir doch auch noch schnell machen. Also. Achso, das sind die Mana-Werte. Das heißt Nah- oder Fernkämpfer. Und da habe ich jetzt irgendwelche auf jeden Fall rausgekickt. Decklimit 2, Spellboxer. Keine weiteren vorhanden. Ach so, ich kann die einfach hier runter scrollen. Und die 7 plus. So, mehr als 2 geht wie immer nicht. Ach so, ich habe jetzt 31 von 30. Das dürfte doch nicht. Okay. Genau, weil das ist ja einer zu viel dann. So, und dann. Dann. So, 100 Royal Marks, was auch immer ich damit anstellen kann. 100 Core Set Boxes. Da wäre hier natürlich eine Anzeige gut. Crafted Card with Marks. Ah, das ist das Crafting dann. Dann mache ich das direkt hier. Jawohl. Das heißt, verkaufen gegen 25 oder rekrutieren für 100 und 150 habe ich jetzt. Pfui. Stick and move. Knockout. Gehen wir nochmal in die Training Ground. Gibt auch nur 3 Karten aktuell. Kann ich dich noch irgendwie aufleveln? Anscheinend hier zumindest noch nicht. Das heißt, die kann man zumindest mit Geld anscheinend nicht weiter verbessern. Gut, dann kämpfen wir mit der Roten. Schauen wir mal, wie der Bot sich anstellt. Und ob das irgendwie schwierig ist. Der spielt mit der gleichen Figur. Sind zwar alle relativ teuer, aber mal gucken. Boah, eine Sima. Na super. Okay, was bringen die Dinger? Ein Mana-Punkt. Müsste mir jetzt zwar auch nichts, aber immerhin. Ach doch, ich kann den da jetzt aufrufen. Ein modular Gizmo. Okay, I'm ready. Der kann 2 Stück benutzen. This turn only destroyed if an enemy moves here. Okay, also ich kann mir die nicht holen. So, machen wir dich mal stärker im Nahkampf. Achso, ist natürlich ein bisschen kritisch dann. Ah, ist egal. Aber wenn sie natürlich jetzt auf den schießt, dann kriege ich ein Problem. Tut irgendwas, wenn er stirbt. Na prima. Was für eine Auskunft. Plus 2 Attack, weil there are no allies next to it. Der ist dann leider schon erledigt. Sorry, sir. I'll avenge you, lad. This'll sting. Give a friendly Minion plus 1. Okay, das ist gut. Wenn der bloß 1 Schaden macht, dann kann der hinten auf jeden Fall ganz gut mit dem Helden dann aufräumen. Jetzt hat er noch einen dazu geholt. Oh, verdammt. Hat er den gleich schon wieder erledigt. Komm, ranged oder gain plus 1. Ja, ranged wäre wichtig. Kommen ranged. Das ist auf jeden Fall interessant, dass man dann noch so verschiedene Sachen variieren kann und dann andere Vorteile dazu zieht. So, jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass ich da nicht allzu viel anstellen kann. Okay, schauen wir mal, wie er reagiert. Target eliminated. Verdammt. Wie konnte der denn sofort angreifen? This'll sting.
Wenn ich da jetzt nicht bald einen finde, der irgendwie die ganze Sache gut drehen kann, dann stelle ich hier ziemlich in Schwierigkeiten. Upgrade 1, Damage und Shield. Upgrade 2, Shroud. Cannot be targeted by any spells, abilities or Warcries 8 und 7. Ja, dazu müsste aber vor allem mein Held noch aus überleben. So, dann schauen wir mal, dass wir den da hinstellen, um den zu bewachen. Light's blessings. Und den da erledigen. Who am I? Der wäre dann super stark. Na, schauen wir mal. I'm here. 8 Schaden können sie maximal im Moment austeilen, wenn sie jetzt nicht noch irgendwelche Gemeinheiten aushacken. Okay, der hat jetzt auch schon Damage Shield. Schauen wir mal, ob ich die alle zusammenbekomme. Genau, da kann ich jetzt endlich die Heilung dann machen. So, ich könnte jetzt 7 Schaden verursachen, beziehungsweise mit dem anderen vielleicht sogar 8. Ah, Moment. Ich muss ja gar nicht so viel machen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ich brauchte jetzt noch irgendwas. Choose a unit, summon this minion to a random title next to it, then deal 3 damage to us. Das klingt doch prima. Surprise. Ja, damit war's das. Das sollte ausreichen. Damit kann ich den noch jetzt erledigen. Dawn approaches. Du nochmal. Und tschüss. Hero erledigt. Tja, muss man sich gar nicht so viel um die ganzen Einheiten kümmern, sondern lieber wenn dann nochmal gezielt auf den Hero. Tested Melee, play your first match. Achievement Reward und 5 weitere Core Set Boxen. So, dann machen wir doch gleich mal die nächsten 5 auf. Und zwar hier. Meistens kann ich ja mit den Boxen eh nicht wirklich was anfangen. Ein Dark Traveler. Eine Rare Rarity Box. Eine Common Rarity Box. Grim Inspiration. Okay, eins von den Spells. Also ist tatsächlich die Farbe, die Box hat, schon das, was sie tatsächlich geben wird. At the start of your turn, deal 1 damage to your hero. Zu meinem? Was sollte denn daran sinnvoll sein? Okay, der greift automatisch an. Und okay, der wird auf jeden Fall günstiger dann. Und das wird jetzt wieder eine Common Box. Strike Pack. Choose a minion in your hand and give it a deep strike. Deep Strike can be summoned to any location on the battlefield. Ja, aber was genau bedeutet Deep Strike? Ach so, in meiner Hand. Das heißt, den kann ich überall dann rekrutieren. Cool. Und noch ein Common. Nighthawk. Okay. So, ein Training haben wir jetzt gemacht. Dann machen wir jetzt noch einen Blick auf die Overworld. Was es da jetzt genau zu tun gibt. Patient Dawn. Competitive Play. To play against other players, you must be on a shard form. Valid Status 0 von 9. Keine Siegel bisher entfernt. These pylons break on seal every time you complete one of their challenges. Play games with any army. Let's play. First choose an army to bring in your battle. Queue up to find an opponent. Okay.
On duty, you gain and lose valor based on your success in combat. Bounce Charm 4 aus Stun, at least 2 Minions. Ja, das ist natürlich die Frage, ob ich die überhaupt habe. Win games with any army. Play games with any army. Na, mal gucken, ob es noch überhaupt Player gibt, um irgendwie zu matchen. Weil das dürfte ja wahrscheinlich so die Schwierigkeit sein jetzt noch. Oder ob das dann einfach automatisch durch Bots übernommen wird dann. Simulations indicate a Westguard victory. Westguard hype! I will show you perfect form and lethal function. Okay. Time bank. Banks portion of unused turns. Time for use on the future. Deathcall. Put a tune up card in your hand. Let me introduce you to Lola. Sie hat auf jeden Fall einen Nahkämpfer, das heißt, sie muss erstmal zu mir rankommen. Light's blessings. Danke, Portion of Anya's Turn Time. Okay, da kann ich jetzt auf jeden Fall nichts rufen, aber ich könnte das schon mal vorbereiten. Gotta make the most of this. Und den nochmal aufmotzen. Das dürfte auf jeden Fall spannend werden dann, wenn ich den schaffe ins Feld zu bringen. Die ist jetzt verbessert. Friendly Minon plus 1. Achso, genau, das sind auch Minons, da ist ja sie erstmal. So, mal schauen, wann die dann auftauchen. Also wann sie bei mir ankommt. Got an idea. Break their lines. Let's think this through. Pew. Pew. Pew pew. Okay. Let's do this. Ja, komm du doch rüber. I'm here. Tja, wenn die jetzt nur alle auch einmal angreifen könnten, ne? Jetzt hat sie sich da in Sicherheit gebracht. So, mit dem müsste ich nur zweimal angreifen, dann wäre sie ziemlich hinüber. Aber es dauert noch ein bisschen. Okay, jetzt holt sie alle ihre Leute rüber. Und ich kann hoffentlich jetzt meinen Zehner ausspielen. Ist natürlich schade, dass er den schon sehen kann. Cannot be targeted by any spells, abilities or Wahlkreis. Naja, schauen wir mal, ob sie davon was Kritisches hat. Achso, ich kann gehabt. Ich habe kein weiteres Upgrade dazu. Schade. Hätte ich nochmal gucken sollen. Let's think this through. Let's try this. Ha! What do you got, Rupert? Was? Jetzt kann ich den nicht machen, oder was? Keep clear, people! Ach, verdammt. Let's see here. Naja. Okay, da komme ich mit der Mechanik noch nicht gut genug zurecht, um zu wissen, was ich da eigentlich anstellen soll. Okay, die zwei sind schon mal hinüber.
Na ja, schauen wir mal, was ich jetzt mit den neuen anstellen kann. Okay, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie ich es schaffe, den da über die Runden zu bringen. I'm here. Okay, mit die, bis zu dem komme ich jetzt gar nicht. So, jetzt brauche ich natürlich den Restore Gesundheit. I'm here. Mal gucken, was ich jetzt noch Sinnvolles anstellen kann. So, das reicht natürlich nicht, aber zumindest könnte ich dann versuchen, die andere mit einem Fernschuss zu killen. Ja, wenn die mit beiden angreift, ist der natürlich hinüber. Das ist natürlich schade. Ja, genau das, was ich befürchtet habe. Blöd. Der ist auf jeden Fall auch weg. Sowas. Ja, den einen kann ich noch erledigen. Gebe fremde Minen plus 1. Strategic Calibration. Okay. Damit wäre das zumindest noch erledigt. Tja, da kann ich ja nicht allzu viel machen. So. Just a taste. Okay, den kann sie benutzen, um sich zu heilen. Und ich glaube, ich habe meinen Schuss gar nicht eingesetzt. Blöd. Also, die beiden sind auch ausgeschaltet. Und dann hat sie noch einen Siemer jetzt geholt. So, den kann ich auf jeden Fall ausschalten. Skirmish Tactics. Na los jetzt, komm. Let's do this. Good night. Let's think this through. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. I'm here. A small tax. Kriegst du dafür wieder eine Gesundheit? Ja. Dauert auf jeden Fall eine ganze Weile dann so eine Runde. Jetzt hat sie sich zurückgezogen. Light's blessings. Ah, da kann ich natürlich auch noch was machen. Surprise. Okay. Do it, buddy. In her name. Sehr schön. Target lock. Let's try this. Okay. Zumindest habe ich jetzt schon mal ein bisschen aufgeholt. 16 zu 19 Lebenspunkte. Who am I? I'll take this. Ich
kann sie den schon wieder erledigen. Boah, Wahnsinn. Dass die immer auf solche Entfernungen schießen kann. Okay, diesmal muss ich den Gizmo auf jeden Fall besser ausstatten. Osprey Dead Eye. I'm here. In her name. Okay, jetzt kriege ich die beiden nicht angegriffen. Na, wenn der jetzt da vorbeiläuft, kriege ich natürlich ein Problem. So, schauen wir mal, was er jetzt tatsächlich anstellt. Natürlich, wenn sie jetzt den Angriff macht, dann ist der Schild weg. Und dann kann er den erledigen. Aber er geht mit drauf. Das ist zumindest der Vorteil. Okay, zwei weg. Einer noch da. Ha, jetzt hat es ihn in Sicherheit gebracht. Boah, was ist das denn? I gotcha. Na super. Ach, das ist ja mal wieder blöd. The Dance of Blades. Also das kann er erst nächste Runde machen. Ach Mann, oh. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Boah. At the end of your turn, so man ist strahl in a random ejected title. Na super, das kann ja interessant werden. Ich könnte mal noch ein paar vernünftige Karten gebrauchen, aber ich kann auch erstmal die Dinger dann auslösen. Boah, jetzt hat er so ein Vieh echt bekommen. Wahnsinn. Das dürfte gefährlich werden. So. Gebe Friendly Minion plus 3 Health und Damage Shield. See him get through this. Dawn approaches. In her name. Was ist das denn noch für ein Ding? Okay, das heißt, der kann sich auch relativ weit bewegen. Der kann überall hin. Na, das kann ja interessant werden.
Okay. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die alle ausschalten soll. Wie kriege ich eigentlich keine Karten mehr? Add a thankful veteran to your hand. Na prima. Okay, dann legen wir uns mal den da. Let's do this. In her name. Ha ha! That you. Dawn approaches. Okay, I'm ready. Tja, wie stellst du dich jetzt mal auf? Super. Ja, dieses Monstervieh war natürlich ein echtes Problem. Es sieht jetzt echt schwierig aus. Jojo, ist ja gut. Na super. Auch noch so ein Ding hinter mir dann. Let's do this. This been on next to your hero. I'm here. Let's think this through. Dawn approaches. Yarosha! Who am I? Ha ha! That you! I'll avenge you, lad. Noch ein Ding. Ich will auch so ein Perfect Spaces Man. Acht Lebenspunkte hat das blöde Vieh. Wobei ich kann ja das Vieh zerstören. Na, schauen wir mal, ob ich das kompetitiv machen kann. Schuss von bekommen ranged or gain Dingsbums. Impossible. So, du kannst noch. Little did you know, I had this. Let's do this. Fünf. What do you got, Rupert? Target locked. Vier. For the fallen. Your dawn approaches. Yarosha. Skirmish tactics. Return to me. Cling to your pathetic life. Behold my vision. Die konnte den wiederholen. Unglaublich. Good night. Wahnsinn.
I'm sad, Rupert. Make me waffles. Unglaublich. Tja, you can't lose Valor at this rank. Ja, ich habe ja auch keine. Play game with an army. Win a game with an army? Nee. Bounce Charm 4 and stun at least 2 Minions? Auch nicht. Okay. So, das heißt, ein von diesen Siegeln habe ich jetzt geschafft. The Violet can be opened until you have broken 9 seals. Okay, das heißt, ja, das ist sozusagen die Motivation, dort zu kämpfen, um dann ja, irgendwelche Valuts dort zu öffnen, die wahrscheinlich dann auch vielleicht ein paar mehr Boxen oder irgendwelche anderen Sachen haben. Das heißt, wenn man das Spiel gewinnt, zusätzlich ja, könnte man bis zu 3, also wenn man sehr gut spielt, kann man nach 3 mal tatsächlich dieses Ding schon öffnen. Okay, aber gibt es jetzt auch was anderes als gegen PvP? Advanced Gameplay hatten wir schon. Die sind alle schon erledigt. Es gibt auch mehr als das Tutorial. What's new in Patch? Patient Dawn, Competitive Play. Ich würde gerne noch was anderes als PvP machen. Aber mehr scheint nicht verfügbar zu sein. Das hier ist nur das Tutorial. Hier kann ich dann meine praktischen Missionen machen, aber ich kann kein... Ja, nur die Bot-Games machen. Aber ich habe keine Karten irgendwie, keine Storyline, nix. Sehr schade. Oder finde ich es jetzt noch nicht. Aber das sind alles nur PvP-Matches. Und Training Ground. Das ist dann doch ein bisschen wenig. Das heißt, das sind ja im Endeffekt nur die verschiedenen Decks, mit denen ich spielen kann. Dass man die alle dann mindestens 25 Mal gespielt hat, um das abzuschließen. Alles auf PvP ausgelegt. Naja, das ist jetzt nicht so mein Ding, um das jetzt noch extra fortzusetzen. Das reicht mir dann so ein bisschen zum Kennenlernen und zum Reinschnuppern. Soweit heute mal wieder die erste Folge von Angeschaut und Ausprobiert mit Shardbound, eben ein Trading Card Game, dessen Zukunft im Moment allerdings wohl eher etwas ungewiss ist und bisher außer den 4 Tutorial-Missionen dann eher PvP-Matches hat und darüber dann weitere Sachen oder halt weitere Karten freigespielt werden können. Soweit für heute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!